Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads. Episode Nummer 8 ist heute am Start und wir werden ein interessantes Team bauen. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig nice. Ich weiß, ihr feiert die 7 Minutes Quads, also zeigt es auch. Es ist für euch nur ein kleiner Klick. Für mich bedeutet es wirklich viel und es ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Weitere Unterstützung in der Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid. Links zu Randy Run, Twitter, Instagram und Facebook. Aber das ist nur nebensächlich, denn der Daumen nach oben ist einfach das Schönste, was ihr mir tun könnt. Gut, ihr seht bereits im Thumbnail eventuell, dass es heute ein Team geht um die spanische Maus von dem FC Arsenal. Und zwar ist das Santi Cazorla oder Santiago Cazorla. Nee, Santi Cazorla nur. Alias nicht. Okay, alles klar. Auf jeden Fall Santiago Cazorla. 5-Star Weak Foot 4-Star Skills hat 68 groß, 73 Tempo, dazu aber 87 Dribbling, 85 Passen und 78 Shooting mit ordentlich Schusskraft und Freischusspräzision. Ist ein mega geiler Spieler. Ich feiere den in Realität richtig hart. Finde den deutlich besser als Özil, zumindest momentan. Und bin sehr gespannt, wie ich so mit dem spielen werde. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Özil auch nicht wirklich gucke und Arsenal auch nicht. Und einfach Santi Cazorla mehr mag als Özil. Von daher ist wahrscheinlich Özil momentan besser bei meinem Glück. Aber das ist mir egal, denn es geht trotzdem um Santi Cazorla und ich hoffe, das gefällt euch. So, wir suchen den zweiten Spieler für diese Episode. Der wird Gold sein, nicht Spezial, sondern Gold. Und es handelt sich dabei um Nemanja Nastasic vom FC Schalke 04. Das ist an sich keine schlechte Variante, denn damit haben wir einen coolen Innenverteidiger und können uns die Position, die Formation relativ frei auswählen, weil, gibt jetzt nicht so viele Restriktionen, wenn man 10 und Innenverteidiger haben mit Flügelspielern. Wäre das schon wieder was anderes. 600 Münzen für den guten Serben. Und den habe ich sogar schon. Das ist natürlich mal wieder typisch. Das ist so die typische, wie soll man das nennen? Max-Philosophie, mehr oder weniger. Seitdem ich Packs öffne und die Spieler behalte. Egal. So. Mal sehen, ob das Ganze hier lädt. Ein bisschen schneller wäre ganz schön. Allerdings habe ich Probleme mit meinem Internet. Habe ich bereits in der Deal-With-Episode angesprochen. Es ist momentan beschissen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht an EA-Server, vielleicht an meinem Router, vielleicht an meinem WLAN, vielleicht an meiner Xbox. Ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall, habe ich nicht so wirklich leckfreie Spieler. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks. Und mit LAN funktioniert es nicht. Deswegen weiter WLAN. Und das ist scheiße. So, wir gehen auf Nastasic, holen uns den in unser Team und suchen uns noch die Formation aus. Ich gucke natürlich nur euch an in dieser Zeit und nicht den formationsrotierenden Gedöns da oder das formationsrotierende Gedöns. Es wird das 4-5-1, daran habe ich sogar direkt gedacht. Aber gut, kann man nichts gegen tun. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten einfach in 3, 2, 1 und go. So, Freunde, erstmal machen wir Nastasic von der Liste runter. Und hier ist nichts mehr, oder? Ja, alles klar, dann fangen wir mal an. Ich weiß schon, wie wir Nastasic in die Premier League bringen. Und zwar mit Kolarov. Habe ich noch gar nicht gespielt, glaube ich, dieses Jahr, weiß ich gar nicht. Ich sage immer so Sachen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich stimmen. Aber gut, das, tun ja viele. Und das ist allgemein ein Phänomen in Deutschland. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Es geht übrigens aber nicht um die FIFA-Community, sondern allgemein um Deutschland. Um die Menschen. So, alles klar. Kolarov ist der Serben, den wir verlinken. Und dann brauchen wir einen linken Mittelfeldspieler aus der Barclays Premier League. Der darf nicht bei City spielen, Spanier sein oder Serbe sein oder bei Arsenal spielen. Von daher haben wir da ein paar Restriktionen. Aber ich hatte schon wen im Kopf und jetzt suchen wir hier gar günstige Spieler. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich wollte eigentlich Son nehmen. Oder Sonaldo, wie man ihn auch gerne nennt. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Ach komm, nehmen wir Son. Das war auch der eigentliche Plan. Ich bin ja immer so ein bisschen aufs Waybacks-Spuren. Und da der so ein Riesenfan von... da der so ein Riesenfan von Son ist, dachte ich mir, warum nicht? Chudley wäre auch eine Möglichkeit, spielt auch bei den Spurs. Aber bei Son ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich versehentlich nochmal die Nation mit reinnehme, weil koreanische Spieler gibt es jetzt nicht so häufig, habe ich zumindest gerüchtehalber gehört. Als Stürmer weiß ich auch schon, wen wir nehmen, und zwar Olivier Giroud. Zumindest plane ich das momentan. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich in die Tat umsetzen werde. Vielleicht gibt es bei Arsenal ja auch richtig andere geile Stürmer. Ich glaube aber nicht. Warum die 750? Mit 1000 müsste ich aber... Das ist echt nicht. Okay, 1500. Wellback fällt mir auch noch ein, aber ich glaube, der ist dieses Jahr gar kein Stürmer. Und wenn, dann ist er teurer. Wir nehmen auch Giroud. Ich wollte ihn allgemein nehmen, weil groß, Kopfball stark. Ich mag Kopfbälle dieses Jahr und ich mag Giroud auch in Realität ganz gerne. Giroud. Und deswegen nehmen wir den. Und zwar als frischen, wenn es geht. Und das geht. So, nach. So. Alles klar. Damit können wir weitergehen. Wir brauchen einen spanischen zentralen Mittelfeldspieler aus der Bundesliga. Und dann nehmen wir Thiago Alcantara. Thiago. Ach ja, man kann ja mittlerweile zurücksetzen. Egal, vergesse ich mal wieder. Lädt nicht. Das ist mal wieder ein super Zeichen. Soll mir egal sein, solange es noch irgendwann lädt. Okay, damit haben wir das. So, Thiago auf die 6. Wen stellen wir auf die 10? Mal sehen. Kleiner Freestyle. Irgendein aus der Bundesliga. Bruder. Thiago war 6 war eine dämliche Idee.
Ja, wir streichen Thiago wieder, denn dann kriegen wir nicht Norlings Wasted hin, weil Santi ja nur noch einen Deadlink hat und auf der 10 müssten wir dann irgendwie aus der Bundesliga stellen, haben wir nur zwei Ligen. Das wollen wir nicht. Deswegen suchen wir jetzt einen Zehner, und zwar nicht aus der Bundesliga, sondern aus Spanien, den wir da gleich hinstellen können. Zum Beispiel Isco. Isco ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Isco ist richtig schlecht, oder? Gibt es einen serbischen ZM in der BVA? Ja. Ich bin so ein Held, ne? Das ist der Wahnsinn. Jetzt sind das wieder weg. So schaffe ich es niemals in 7 Minuten. Gibt es einen serbischen ZM in der BVA? Hundertprozentig nicht. Hundertprozentig nicht. Nee, ZDM auch nicht, ne? Radoja. Gibt es einen serbischen Innenverteidiger? Dann könnte ich mir überlegen. Pantic. Ah, wusste ich sogar. Egal, wir gucken erstmal nach, wo gibt es serbische Sechser. In der Serie A natürlich. Und zwar Kuzmanovic. Ach nee, Quatsch, der ist gewechselt, glaube ich, ne? Hm. Hier haben wir Radovanovic. Gering hohe Arbeitsraten. Boah, eigentlich richtig geil für einen Sechser, ne? Als Abräumer, nehmen wir mal. Aber die Frage ist, gibt es da auch einen Ja, Vidic. Okay, Vidic hat sich die Frage schon erledigt. Und Maximovic, der noch stärker aussieht. Nehmen wir den Maximovic dazu. Brauner und Torwart. Am besten ein... Sekunden. Wir brauchen... keinen serbischen Innenverteidiger außer aus der Serie A. Oh, wieder das Falsche weggemacht. Wir brauchen allgemein nur einen serbischen Innenverteidiger. Das ist auch Schwachsinn. Warte mal. Oh, diese Formation macht mich schon wieder fertig. Bisevac. Alle so langsam. Subotic. Ich weiß nicht. Spajic. So. Born to lose. Okay. Das bringt mir nicht weiter. Zumindest nicht bei Nothing's Wasted. Soll mir egal sein. Machen wir nicht Norlings Wasted, dann packen wir ins Tor Fährmann. Rechts packen wir einen Rechtsverteidiger von Toulouse hin. Ach, da gibt es wahrscheinlich auch keinen mehr, ne? GGGGGG gab es da, aber der spielt jetzt mittlerweile bei Magé. Deswegen müssen wir Tisserand nehmen. Aber gut. Hätten auch einfach Kaisara hinnehmen können und... Oh, ich hasse das so, ne? Egal. So, jetzt stellen wir Fährmann ins Tor. Toulouse hat sowieso keinen guten Keeper, oder? Toulouse ein Keeper? Ne. So, Fährmann ins Tor. Zack. Lade bitte. So. Dann packen wir auf 10. Ich bin ein absoluter Vollidiot. Ich brauche aber 10 Serben, der einen Strongling zu einem Spanier hat. Welcher Serbe hat denn einen Strongling zu einem Spanier? Ich bin so eine Pfeife. Das gibt's ja überhaupt nicht. Pass auf, wir machen das jetzt so. Schaffen wir niemals mehr in der Zeit. Spanischer zentraler Mittelfeldspieler aus der Serie A. Borja Valero zum Beispiel. Okay. So. Innenverteidiger Maximovic. Ist auch Schwachsinn. Weil ich ja in der Serie A bleibe mit Valero. Ich bräuchte schon einen serbischen Innenverteidiger vom gleichen Verein. Was für spanische Sechser gibt es in der Liga? Und was für serbische Innenverteidiger? Ich brauche einen von Torino. Ja, ja, leck mich. Wenn es zu einfach ist. Diese Formation ist so einfach eigentlich zu bauen. Und ich mache es wieder komplizierter, als es sein muss. Und mache es deswegen kaputt. Naja. Challenge mal wieder nicht geschafft. Ich entscheide mal spontan, was ich mache. Ihr meintet es, also, nein. Wir sehen uns erstmal gleich wieder.
Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Oh, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 4 Ligen und 1, 2, ne Quatsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen. Ja. Ach, das ist auch schon wieder, wir hätten 7 Nationen was machen können, hätte ich hier, was weiß ich, Douglas Costa hingestellt oder so, aber ich hatte es dann eh noch nicht ausprobiert so wirklich, außer einmal und von daher dachte ich mir, los. Ich suche einen Gegner, werde vorher nochmal gucken, wie das mit LAN funktioniert, weil selbst wenn ich suche, leckt das Ganze hier schon, das ist echt mega beschissen und da habe ich echt keinen Bock drauf, dass es jetzt das ganze Spiel wieder leckt. Guck dir das mal an, selbst diese scheiß Suche dauert Jahre, ich weiß nicht, was mit diesen Servern los ist, es kann ja mein WLAN liegen. Ich habe eine 50k Leitung und davon kommen 50k an. Das ist echt... Naja, bis gleich. So, Freunde, Gegner wurde gefunden und ich spiele jetzt über LAN. Mein NAT-Typ ist zwar nur noch Mittel, aber soll mir egal sein, wenn es nicht leckt. Wenn es leckt... Oh. Wir spielen auf jeden Fall gegen Firmino, Coutinho, Martial, Zaha, Kouyaté und Distin ohne Chemie. Dazu irgendwelche spanischen Verteidiger, Gabi und Ferreira Carrasso. Ich bin gespannt. Ja... Ruben mit einer Mega-Parade gegen Giroud. Also es ruckelt ein bisschen, aber es leckt nicht mehr. Und darum ging es mir im Endeffekt. Von daher bin ich relativ zufrieden. Die Ecke war richtig schwach. Und Tisserand kann nicht mal einen Ball annehmen über Tisserand. Aber egal, wir flanken einfach jetzt trotzdem aus dem Halbfeld. Und das ist abseits. Ich sollte schon längst führen, aber irgendwie kriege ich den Ball nicht rein. War sowieso abseits im Endeffekt. Ich sollte jetzt aber mal weniger auf Flanken spielen, sondern einfach mal auf ein Tor. Passt auf. Das geht dann so. Und so, und so, und so. Und ich komme nicht durch. Und ich habe mich verdribbelt. Und ist mir egal. Und ich gehe weiter. Und dann mache ich so. Und dann mache ich so. Und dann steht das 0. So. Damit haben wir es geklärt. Und Cazorla macht den Führungstreffer in seinem Spiel quasi. Jubel mit Götze. Das heißt, die beiden Starspieler. Den einen kann ich nicht in den Titel schreiben, allerdings, also weil er ja erst im Nachhinein dazugekommen ist, allerdings, der andere Star macht das Tor, Tunnel vorher noch mit einem Roulette-Spin seinen Gegenspieler, mehr kann man noch gar nicht verlangen. Götze zeigt mal Schusskraft, das hätte ich auch nicht gedacht. Also die ganze Geschichte ist mal wieder absolut eindeutig, mit der einzigen kleinen Schwäche, dass ich längst hätte höher führen müssen, aber gut. Tja, es hat den Kringel gegeben und da wusste ich schon, das Spiel wird vorbei sein. Unser Gegner verlässt uns vorzeitig, aber mir soll es recht sein, denn damit haben wir den nächsten Sieg in den 7-Minute-Squads eingefahren. Vielleicht hat er jetzt das zweite Tor von Santi gemacht, aber im Endeffekt hat er getroffen, von daher ist die Episode quasi ja auch erfüllt. Und ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann lasst einen Daumen nach oben da und das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr viel bedeuten. Ich warte jetzt noch kurz auf die Spielerbewertung, weil ich wissen möchte, wer denn von den Nicht-Torschützen der Beste war. Ich denke mal, Cazorla wird ohne Frage der Man of the Match sein, auch weil er am aktivsten war, aber von den anderen wäre ich da nochmal relativ interessiert dran. Vielleicht, wer weiß, ist das auch mein Internet gefällt und ich habe quasi das Spiel abgebrochen, aber ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Es sieht nicht so aus. 8,9 für Cazorla und ansonsten Heung-min mit 7,5 und Tisserand mit 8,0. Kannst du auf jeden Fall so stehen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.